Servus zusammen und herzlich willkommen. Ich hab da mal wieder was für euch. Und das hier ist jetzt so der kleinste und schwerste aus der neuen Wilson-Serie. Denn das ist der neue Burn FST 95. Was besagt das kleinste und schwerste in der Serie jetzt genau in den Daten? Hier mal eben der Überblick. 320 Gramm unbeseitet, natürlich 95er Kopf, sagt der Name ja schon. 32 Nuller Balance und ein 16-19 Seitenbild. Der ist relativ schwer, relativ klein. Man könnte also meinen, vielleicht ist das so eine Art von Nachfolger von den 6195s. Ist es nicht ganz, aber zum Thema 95 noch. Das ist ein 95er, das ist ein 99er Kopf und ihr seht, wenn man so übereinander hält, da ist nicht wirklich viel Unterschied. Auch hier nochmal im Vergleich zu einer anderen Kelle. Hier im Vergleich zu einem Prestige MP, was ein 98er Kopf ist, achtet bitte auf die Innenseite der Schläger bzw. die Innenfläche. Das ist nicht so viel, also man muss sich keine Bange machen vor einem 95er. Und damit kommen wir dann auch dann schon zu einem Hauptaugenmerk dieses 95er Rackets, denn für die Größe, die da drauf steht, bringt das Ding extrem viel Spin und extrem viel Spaß beim Spielen. Man würde ja, klar ist ein 16-19 drauf und, aber das Ding ist ja eigentlich nicht dafür gemacht, rein auf Spin zu gehen, zumal hier noch eine relativ dicke Seite drauf gezogen ist. Ich hatte das nicht erwartet, aber was da an Spin rauskam, das war für mich schon so Pure Arrow-mäßig, sag ich mal, völlig unerwartet, völlig anderer Spin, als ich normalerweise spiele. Kam drüben beim Gegner auch so an, habe ich so nicht erwartet. Bevor wir gleich ins Detail gehen, hier nochmal die Aufklärung. FSD steht für Fast Speed Technology. Das findet man am ganzen Rahmen. Der ist eigentlich dünn, wenn man den von der Seite betrachtet. Der ist aber dann hier oben rum wieder so ein bisschen Yonex-ähnlich. Ja, nicht dick, aber ein bisschen stabiler oben in den Ecken. Ihr seht hier im Herz hoffentlich in der Nahaufnahme ein bisschen, was sich da erinnert hat. Ihr seht dieses, naja, überhaupt diese etwas eckige Form. Auf dem Platz bedeutet das im Endeffekt nichts anderes, als das Ding ist extrem leicht zu schwingen. Und eine 32-0er Balance bei 320 Gramm hat man auch nicht so oft. Mir kam das beim Spielen, wie gesagt, bei eigentlich allen FSD-Modellen erstmal so vor. Man hat was ganz, ganz Schweres am Griff und der Rest oben ist viel kleiner, fühlt sich viel filigraner an und erstmal überhaupt nicht so gewichtig. War hier am Anfang auch so, aber es ist sehr einfach mit dem Schläger zu spielen. So rein bei Volleys und beim Schubsen am Anfang, so im T-Feld, habe ich gedacht, oh, das ist nur was für Leute, die gerade spielen. Als ich nach hinten ging, da habe ich eben diese Sache, die ich gerade schon ansprach, mit dem Spin dann bemerkt. Danach war es, naja, weiß nicht, also es war völlig untypisch für das, was man eigentlich in der Hand hat und was man in der Hand fühlt. Nichtsdestotrotz ist das Ding ein Turnierrahmen, der aber relativ einfach zu spielen ist. Also es bringt nichts für Leute, die, keine Ahnung, Anfänger sind oder was auch immer, da macht das überhaupt keinen Sinn. Für alle, die versierter sind, die ein, ich sag mal, nicht stumpfes, aber ein gedämpftes Gefühl beim Spielen wollen, die Kontrolle mögen, aber trotzdem viel Spin haben wollen, die einen Schläger haben wollen mit Gewicht, mit einer in dem Fall jetzt hier interessanten Balance, sind hier extrem gut aufgehoben. Ebenso natürlich alle Fans der Schläger, die aussehen wie ein Prototyp. Das ist so, wenn man von Weitem guckt, sieht das Ding erstmal so aus. Von Namen gibt es eigentlich viele coole Details. Ich hoffe, die seht ihr jetzt hier. Gerade diese Verwebung hier auf 3 und 9 Uhr finde ich persönlich sehr cool. Zwei kleine technische Sachen noch. Erstens, die ganze Wilson FST-Serie ist Sony Smart Tennis Sensor Ready. Also kann man draufpacken und die Modelle sind auch gelistet da drin. Dazu gibt es noch diese kleine Spielerei hier. Die nennt sich X2 Ergo. Das bedeutet, es gibt hier im Griff. Das seht ihr jetzt von hier aus nicht. Das ist ganz klein, auch nur was für die Leute, die eine beidhändige Rückhand spielen. Im Griff ist eine Art Schale eingebracht, beziehungsweise so eine Art Mulde eingebaut. Darauf kann man so kleine Caps setzen. Die kommen rechts und links ran und man kann die entweder hier setzen, hier oder hier oben hinsetzen. Das bedeutet, wenn ihr eine beidhändige spielt und ihr seid ganz eng, dann macht ihr euch das ein bisschen ergonomischer hier vorne, greift ihr ein bisschen weiter nach oben, verlegt ihr das Ergonomische ein bisschen weiter nach oben. Ist, glaube ich, ganz geil für eine Hebelwirkung. Für einen Einhänder macht es keinen Unterschied, für die Beidhändigen aber vielleicht eine interessante Sache. Bevor ich euch aber jetzt mit Details einen Knopf an die Backe erzähle, guckt euch das Ding bei uns im Shop mal an. Da gibt es natürlich auch die anderen FST-Modelle. Dazu gibt es auch Videos und wie gesagt, immer macht einen Abonnent bei uns. Dann wisst ihr, verpasst nichts, wenn neue Schläger rauskommen. Bei Fragen alles bitte in die Kommentare. Wir antworten immer drauf, wir lesen die auch jedes Mal. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Meine Meinung habe ich gerade schon gesagt dazu. Sehr interessantes Ding, bitte austesten. Das war der neue Wilson Burn FST 95. Advantage You.